Ich freue mich, dass ich am Weltfrauentag als Letzte hier im ZVI Technologieforum ein bisschen was zum Thema mehr Women in Tech sagen darf. Genau, der Kollege hat es gesagt, Katrin Ehling mein Name, ich bin VP Channel Management und E-Commerce und Mitglied der Geschäftsleitung von Schneider Electric in der Dachzone. Und genau, würde gerne einsteigen in das Thema mit dem Status quo. Wo stehen wir eigentlich heute und wie sieht's aus bei uns in der Branche mit den Frauen in Tech? Tatsächlich nicht so gut, glaube ich, wie man erwarten würde. Ich habe mal so ein paar Zahlen mitgebracht. Am Ende des Tages stehen wir so bei 22% Frauen in der Branche. Und wenn wir aufs Handwerk gucken, dann hat die Frau Elektrikerin tatsächlich viele männliche Kollegen und sehr wenig weibliche Kolleginnen. Und das eigentliche Dilemma ist, dass, obwohl wir sehr früh in der Schule sehen, dass Mädchen genauso gut in den MINT-Fächern Mathe, Physik, Chemie sind wie ihre männlichen Klassenkameraden, wir dann doch sehen, dass nur etwa 32% der MINT-Studierenden weiblich sind. Bei den technischen Ausbildungen sieht es noch ein ganzes Stück schlechter aus. Da sind wir bei 9%. Wir haben eben gesehen, Elektroinstallateurin 1%, da sind wir quasi schon nicht vorhanden. Ich durfte gestern auf der Gründungsveranstaltung der Women in KNX reden. Das war schön, so viele Frauen zu sehen. Was eint alle? Sie haben quasi nur männliche und keine weiblichen Kolleginnen und ich glaube, daran müssen wir was ändern. Das erste ist ja quasi, wie viel Frauen sehen wir überhaupt in den Ausbildungsberufen beziehungsweise im Studium. Wenn wir dann angucken, wie viel landen dann am Ende in unserer Branche, dann stehen wir im Moment bei 22% Frauenanteil in Deutschland. Damit liegen wir hinter dem EU-Durchschnitt. Also auch da, wenn wir es im EU-Vergleich angucken, noch ein bisschen Nachholbedarf. Und nach dem Studium enden dann nur 23% der MINT-Absolventin in einer Tech-Rolle. Gucken wir gleich noch mal ein bisschen drauf. Das heißt, auch da haben wir irgendwie noch mal einen Drop-off. Und viele entscheiden sich nach einem MINT-Studium dann doch irgendwie für andere Rollen, aber nicht für die spannenden Tech-Rollen. Jetzt erstmal die entscheidende Frage. Ich könnte uns ja zurücklehnen und sagen, ja, ist so, lassen wir so, warum sollten wir es ändern? Die große Frage ist ja, warum brauchen wir überhaupt mehr Women in Tech? Ich glaube, die Gründe sind vielfältig, aber es gibt hunderte von Studien, die zeigen, dass zum einen Vielfalt tatsächlich nachhaltig Innovation fördert, dass natürlich Frauen Chancengleichheit verdienen. Ja? Die Berufe, die wir haben in der Tech-Branche, sind extrem zukunftsträchtig, extrem spannend, man verdient gut. Also ist eigentlich ein tolles Umfeld. Dann ist es so, dass tatsächlich wir, und das zeigt eine neue McKinsey-Studie, tatsächlich mit einem höheren Frauenanteil auch das Bruttoinlandsprodukt erhöhen können. Also es geht auch um Geld. Und wir sehen auch, und auch das zeigen Studien, dass Unternehmen, die in der Führungsebene auf Geschlechterparität setzen, mit 25% höherer Wahrscheinlichkeit eine überdurchschnittliche Profitabilität erzielen. Auch das ist ein Grund. Und dann ist es so, dass es natürlich auch darum geht, sage ich mal, oder in der Technologie geht es immer darum, Lösungen für die Herausforderungen und Probleme von morgen zu entwickeln. Und paradoxerweise werden diese Lösungen halt heute primär von Männern für die gesamte Gesellschaft entwickelt. Auch da geht es darum, dass mehr Frauen einzubeziehen, diese Lösungen tatsächlich für alle zu entwickeln. Wenn wir uns mal angucken, wo die Frauen so üblicherweise aussteigen, und dann sind wir am Anfang bei der Ausbildung oder bei der Wahl der Ausbildung. Was sehen wir da? Ich klicke mal weiter. Also, am Ende des Tages ist es immer noch so, dass sehr geschlechterrollentypisch Ausbildungsberufe gewählt werden. Ja? Woran liegt das? Zum einen an der sozialen Prägung in Familien, aber auch in den Bildungseinrichtungen. Ich habe ein ganz persönliches Beispiel. Meine Tochter ist 8,5, kommt letztes Jahr aus der Grundschule. Die haben sich über Berufe unterhalten. Und dann habe ich gefragt, ja und? Was war so das Ergebnis? Und dann hat sie mir erzählt, ja Mama, die Frauen werden, meine Freundin wollen Krankenschwestern
Krankenschwester werden, wollen Tierpflegerin werden, wollen Kindergärtnerin werden. Und die Jungs haben gesagt, ich will Automechaniker werden, ich will Feuerwehrmann werden. Und schon da, sage ich mal, dafür zu sensibilisieren, dass oder an diesen Geschlechterrollen zu arbeiten und dafür zu sensibilisieren, dass es halt dass das ein klassisches Modell ist, aber dass es vielleicht auch anders geht, ist, glaube ich, dort liegt ein großer Hebel. Und dann ist es so, dass tatsächlich gesellschaftlich gesehen auch immer noch die MINT-Fähigkeit von Mädchen gegenüber Jungen unterschätzt oder fehleingeschätzt wird. Ja? Wir haben eben gesehen, in der Schule, in den Schulfächern, MINT-Fächern sind die Mädchen genauso gut, wenn nicht sogar besser. Und trotzdem ist es gesellschaftlich so, dass unterstellt wird, dass MINT eher etwas Männliches ist. Und auch daran müssen wir arbeiten. Der zweite Drop-off ist dann, sage ich mal, der Einstieg ins Berufsleben. Und da wird es tatsächlich dann noch ein bisschen mauer. Wenn wir auf die Zahlen gucken, sehen wir, dass 23% der MINT-Absolventinnen am Ende wirklich in einer Tech-Rolle landen, während es bei den Jungen 44%, also fast doppelt so viele sind. Ja. Und auch die Frage da, woran liegt das? Also warum, sage ich mal, wenn ich das MINT-Studium denn schon erfolgreich absolviert habe, irgendwie wähle ich dann doch einen anderen Job. Auch da greifen natürlich soziale Prägungen, auch da greifen Geschlechterstereotype. Wir sehen tatsächlich aber auch noch eine systematische Diskriminierung. Ich bin eben gefragt worden, wenn ich die künstliche Intelligenz frage und die mir quasi Ratschläge gebe, was sagt die mir denn? Naja, die ist halt biased. Ja? Und das sieht man tatsächlich auch in vielen Tools, die zum Screening von Bewerbungsunterlagen, CVs genutzt werden. Die sind biased. Also da haben wir tatsächlich auch eine systematische Diskriminierung. Wir gucken gleich mal auf eine Stellenanzeige. Stellenanzeigen gerade im MINT-Bereich. Ne, Gebäudesystemtechnikerinnen sind oft, sage ich mal, sehr stark auf das männliche Geschlecht ausgerichtet. Und wir sehen natürlich auch in der Privatwirtschaft sehr männlich geprägte Kulturen, insbesondere im Bereich Tech, wo Frauen sich oft vielleicht nicht so wohl fühlen, wo Frauen Diskriminierung ausgesetzt sind. Und auch daran, glaube ich, müssen wir arbeiten. Ich habe mal so ein Beispiel von einer Stellenanzeige mitgebracht und habe das mal so ein bisschen mit Studienergebnissen hinterlegt. Also woran kann man da eigentlich arbeiten, ja, wenn man sich da optimieren möchte? Das eine ist, ich kann die Bildsprache nutzen und Bilder richtig einsetzen. Wenn man mal auf den Jobportalen die, sage ich mal, typischen Technologiejobs sich anguckt, dann sind da oft, sage ich mal, entweder Technologiebilder oder halt oft Männer auf den Fotos. Ja? Also daran, das ist das Erste, wo ich relativ einfach dran arbeiten kann. Dann sehen wir, dass für Frauen insbesondere wichtig ist, irgendwie so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie steht es denn um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie? Also ist es möglich, ist es nicht möglich? Werden da Angebote geschaffen? Auch das kann ich relativ einfach ändern als Unternehmen, wenn ich die Angebote denn habe, kommen wir gleich noch zu. Und dann geht es auch darum, so ein bisschen den weiblichen Ton zu treffen. Also wir sehen, die Semantik und das Vokabular in diesen Stellenanzeigen ist oft tatsächlich sehr stark auf so mit Männlichkeit oder mit männlichen Eigenschaften verbundenen Wörtern hinterlegt. Auch das schreckt Frauen ab. Und last but not least, und dazu gibt es sehr viele Studien, aber wird wenig gemacht, ist es so, dass Studien zeigen, dass wenn ich eine Stellenanzeige mit Anforderungen an Profile und Kandidaten habe, dann gucken die Frauen sich die an und wenn sie nicht 100% der Anforderungen erfüllen, bewerben sie sich in der Regel nicht. Ja, bei den männlichen Kollegen sieht das komplett anders aus. Die gucken drüber, sagen, ja, 50-60%, passt schon, Rest lerne ich. Also auch da geht es darum, schon in Stellenanzeigen darauf hinzuweisen, dass man nicht 100% erfüllen muss, sondern dass man sich einfach mal bewerben soll, auch wenn nicht alle Kriterien schon erfüllt sind und dass man die Möglichkeit hat, die Kompetenzen dann im Unternehmen zu erwerben.
Und dann kommt der letzte Drop-off und auch der ist nochmal signifikant, nämlich der Verbleib im Berufsleben. Ja, und auch da haben wir, glaube ich, gesellschaftlich noch einiges zu tun, wenn wir uns die Zahlen angucken. Wenn wir bei Männern schauen, die irgendwie Familie gründen, das erste Kind bekommen, wie ist der Drop-off? Ihr seht, der ist nicht sehr signifikant. Ne? Wir sinken von 89 auf 87%, die quasi aus der Erwerbstätigkeit aussteigen. Bei Frauen sieht das ganz anders aus, von 78 auf 50%. Da ist der Drop-off viel, viel größer. Ja? Und auch, und ich meine, die ist viel bekannter, die Teilzeitquoten, wenn wir uns die angucken, dann ist es so, dass Mütter immer noch tatsächlich hochsignifikant zurückstecken. Das heißt, wir sehen 2/3 Teilzeitquote bei Frauen, während es nur 7% bei Männern sind. Auch da sehen wir einen Riesenunterschied. Ja. Die Frage ist, an welchen Stellschrauben können wir drehen? Also das können wir eigentlich machen, alle gemeinsam, um mehr Frauen in Tech zu bekommen. Und ich glaube, wir müssen an all diesen Drop-off-Punkten ansetzen. Ja? Und zwar wir selber politisch, gesellschaftlich, aber natürlich auch wir hier als Unternehmen. Und das fängt ganz früh an. In der Familie, in den Bildungseinrichtungen, also ne, wie sind wir da so geschlechterstereotypisch unterwegs? Betonen wir die MINT-Fähigkeit von Mädchen oder von unseren Töchtern? Stellen wir auch raus, dass tatsächlich MINT-Berufe viel mit Kreativität und Innovation und Ideen zu tun haben, es nicht nur um Tech und Technologie geht, also weil das ist oft das, was abschreckt. Der zweite Schritt, dass wir gucken, wenn dann tatsächlich wir Mädchen haben, die sich für MINT-Fächer, MINT-Ausbildungen entscheiden, wie können wir die eigentlich dadurch begleiten? Ja, weil da bin ich halt oft schon eine wenige unter vielen und da zu gucken, wie können wir auch da Geschlechterstereotype reduzieren, weil auch das hören wir immer wieder oder habe auch ich oft gehört, dass schon im Studium, sage ich mal, die Geschlechterstereotype weitergeführt werden oder dann gesagt wird, naja, du bist ja nicht die typische Frau. Was ist denn die typische Frau, ne, ist die große Frage. Und wir können tatsächlich als Unternehmen auch schon sehr früh ansetzen und Praktika- und Mentoring-Programme für die Frauen in den Studiengängen und auch in der Ausbildung anbieten. Das war ein Riesenthema gestern auf der Women in KNX. Wie können wir die wenigen Frauen im Elektrohandwerk eigentlich mit anderen Frauen im Elektrohandwerk oder in der Branche verknüpfen, sodass sie, wenn sie mal durch eine schwierige Phase gehen und irgendwie vor der Entscheidung stehen, irgendwie gehe ich jetzt raus oder bleibe ich drin, irgendwie Rollenmodelle, Vorbilder haben oder auch jemanden einfach an der Hand, der sagt, ja, bin ich auch mal durchgegangen, so bin ich damit umgegangen. Auch das ein Ansatzpunkt. Der dritte Drop-off, quasi dann die Jobwahl. Ja, da liegt es an uns Unternehmen tatsächlich dran zu arbeiten. Wir haben gerade über das Beispiel der Stellenanzeige gesprochen. Also da, dort tatsächlich dafür zu sorgen, dass wir diesen Übergang vom Studium dann in die Tech-Rollen auch wirklich begleiten. Aber es geht natürlich auch darum, die Rahmenbedingungen zu schaffen und vorzustellen. Es geht darum, Vorbilder zu schaffen. Ne? Ich brauche keine Männer auf der Bühne, die mir erzählen, ich brauche mehr Women in Tech. Ich brauche Vorbilder in den Unternehmen, an denen sich die jungen Kolleginnen dann auch ausrichten können. Und auch da geht es darum, Mentoring-Programme zu haben, also zu gucken, wie kann ich die jungen Kolleginnen an die Hand nehmen, wie kann ich sie vielleicht durch manchmal auch schwierige Phasen und schwierige Situationen begleiten. Das ist ja nicht nur in den Unternehmen der Fall, das ist ja auch oft beim Kunden der Fall, um sie quasi auf diesem Weg an die Hand zu nehmen. Und last but not least, der Verbleib im Berufsleben. Auch da können wir viel tun als Unternehmen. Ne? Es geht darum, eine inklusive und diskriminierungsfreie Kultur in den Unternehmen zu schaffen. Auch da weibliche Vorbilder zu haben auf den Führungsebenen, die zeigen, guck mal, es ist nicht nur spannend, sage ich mal, einen Tech-Job zu machen, es ist auch noch spannend, einen Tech-Job in Verantwortung zu machen. Und dann natürlich auch, wenn Familie ansteht, so ein flexible Arbeitszeitmodelle zu haben, nicht nur für die Frauen, auch für die Männer. Ja? Und dann so ein paar vielleicht Gedankenanstöße. Weil am Ende fängt es immer alles mit uns selbst an. Ne? Ich kann ganz viel darüber reden, was muss Politik machen, was muss Bildung machen, was müssen Unternehmen machen. Die Frage ist ja, was kann ich ganz persönlich machen?
Und ich habe mal so ein paar mitgebracht. Genau, erste Frage, wer von den männlichen Kollegen hier im Raum hat Kinder und sich die Elternzeit 50-50 mit der Partnerin geteilt? Ne, wenn man die Frage stellt, ich sehe sehr wenige Beispiele. In meinem Fall war das genauso. Wir haben die Elternzeit 50-50 geteilt, aber das ist echt die Ausnahme. Und sogar bei der Elternzeit an sich wird es schon mau. Sehr wenige männliche Kollegen haben mehr als die zwei üblichen 2 Monate Elternzeit genommen. Also auch da, ne, zu gucken. Dann die große Frage, die ich auch immer wieder stelle, wer hat Töchter? Ja, und genau, der Kollege nickt, wer hat Töchter und hat mit den Töchtern darüber gesprochen, wie attraktiv MINT-Berufe sind. Ja? Also wenn meine Tochter nach Hause kommt und sagt, ich möchte Tierpflegerin werden, dann ist das irgendwie ein schöner Wunsch, aber dann kann ich ja auch mit ihr darüber sprechen, dass das nur eine Möglichkeit ist, aber dass es noch ganz viele andere tolle Jobs und insbesondere tolle Jobs in Tech gibt und warum die so toll sind. Auch das ist mein eigener Beitrag. Dann an die Unternehmen die große Frage, wer spricht im Unternehmen offen über Sexismus? Ja, eine Riesenherausforderung mit Sicherheit, weil es viel Unsicherheit schafft, aber nur wenn wir anfangen, offen darüber zu sprechen, wird sich tatsächlich auch was ändern. Ja, da geht es um Kultur und Kulturarbeit. Und last but not least, und auch das ist eine Frage, die ich gerne stelle, wer hat sich schon mal anhören dürfen, du bist doch nur eingestellt worden, weil du eine Frau bist, oder die Beförderung, genau, sehr gut, ja, kenne ich auch, oder die Beförderung irgendwie ist doch jetzt auch, du bist doch auch nur auf der Rolle, weil du eine Frau bist. Ich frage immer meine männlichen Kollegen, wie oft habt ihr das denn im Leben schon gehört? Ja, ich glaube sehr selten, aber wir hören das tatsächlich sehr, sehr oft und auch da kann man ansetzen bei sich selbst, ja, und gucken, wie man das ändern kann. Ja, zum Abschluss vielleicht noch ein bisschen dazu, was wir bei Schneider Electric machen und wie wir, sage ich mal, vorgehen, um das vielleicht ein bisschen als Beispiel zu zeigen. Wo stehen wir im Moment als Konzern? Bei 34% Frauenanteil. Sie sehen, wir sind tatsächlich auf Top-Management-Ebene schon deutlich weiter als auf der mittleren und unteren Führungsebene. Wir haben im Moment bei den Neueinstellungen 42% Frauenanteil. Wir haben uns aber auch vor vielen Jahren extrem ambitionierte Ziele gesetzt. Ja, also wir haben gesagt, wir wollen tatsächlich 2025 einen Frauenanteil bei den Neueinstellungen von 50% haben und im Management, Frontline-Management beziehungsweise Senior-Management von 40% und 30%. Und an diesen Zielen haben wir, also arbeiten wir schon über 15 Jahre, sage ich mal, relativ konsequent drauf hin. Das ist nämlich kein Selbstläufer und das passiert auch nicht von heute auf morgen. Ja? Ich muss quasi ganz unten einsteigen, muss meine New-Hire-Quote hochbringen und dann muss ich die Frauen sukzessive quasi durchs Unternehmen auf die Funktionen bringen. Und das dauert einfach eine gewisse Zeit. Da kann ich nicht irgendwie heute sagen, morgen hätte ich gerne, wäre ich gern da. Da muss ich sehr konsequent und sehr langwierig dran arbeiten. Wie haben wir das gemacht oder wie machen wir das? Das Erste und Wichtigste ist mit Sicherheit mal irgendwie das Commitment des Top-Managements zu haben. Ja? Also das denkbar Schlechteste ist immer, wenn eine HR-Abteilung sagt, irgendwie wir brauchen jetzt und es gibt kein Commitment vom Top-Management. Das ist mal so der erste und wichtige Punkt. Und dann brauche ich Ziele. Ich habe eben die Ziele von Schneider Electric vorgestellt. Also ich muss sagen, wo will ich denn eigentlich hin? Kann ich die mal reißen? Natürlich kann ich die mal reißen, aber wenn ich keine Ziele habe, kennen wir alle, dann wird es schon schwierig, irgendwas zu erreichen. Und ich brauche Policies, ja? Also wie will ich das erreichen? Dann muss ich irgendwie Prozesse und Tools implementieren, die mich dabei unterstützen, das zu erreichen. Was machen wir? Wir haben zum Beispiel vor einigen Jahren eine umfassende Flex-at-Work-Policy bei uns im Unternehmen umgesetzt, die viele Dinge regelt, wie flexibler Arbeitsplatz, flexibler Arbeitsort, Elternzeit, Kinderzeit tatsächlich auch für alle männlichen Kollegen, dann nach der Geburt eines Kindes. Wir haben für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Unterstützung durch Familienservices, die dabei
unterstützen, zum Beispiel Kinderbetreuungsangebote zu finden. Aber wir gucken auch jährlich auf die Salaries, also die Gehälter, und fahren jährlich eine Equal Pay Kampagne, in der wir gucken, dass Frauen tatsächlich über alle Stufen hinweg den männlichen Kollegen gehaltlich gleichgestellt sind. Und last but not least, und das habe ich eben schon gesagt, der schwierigste Punkt, die Kulturarbeit. Ja? Also es hilft gar nichts, irgendwie viel einzustellen, und dann irgendwie kommen die Frauen ins Unternehmen und haben das Gefühl, okay, hier geht es ziemlich sexistisch zu, das ist kein Arbeitsumfeld, wo ich mich wohlfühle, das ist kein sicherer Raum für mich. Und das ist, glaube ich, etwas, was nie aufhört und wo man aber tatsächlich als Unternehmen sehr eng dran sein muss, transparent drüber sprechen muss, eine Speak-up-Kultur haben muss, Awareness schaffen muss, immer wieder. Und am Ende des Tages, glaube ich, geht es im Unternehmen darum zu vermitteln, passt mal auf, wir sind alle, wir diskriminieren alle, wir sind alle sexistisch, auch ich. Ja? Und es geht darum, in die Reflexion zu kommen und zu gucken, wo bin ich das denn und wie kann ich das ändern? Und das ist sicherlich, auch das ist sicherlich ein langer Weg, aber ein lohnender Weg. Und von daher zum Schluss der Aufruf an alle, lassen Sie uns gemeinsam Ideen und Konzepte entwickeln, wie wir mehr Frauen für Industrie und Handwerk und in Tech bekommen können. Vielen, vielen Dank.